Würdest du aber schon gerne mal Döner mehr essen oder Eis oder ein Stück Käse kochen oder so, ne? Ja, schon vielleicht ein, zwei Mal, wenn ich mir meine Freunde so ansehe und so, aber ich meine, so muss ich halt. Genau, und wenn ich halt abends nochmal mit ihm kurz telefoniere oder irgendwas, dann sitzt er halt einfach zu Hause und macht um halb neun Hausaufgaben. Das heißt dann nicht, weil er den ganzen Tag am Spielplatz war, sondern einfach nur, weil er nach der Schule wieder, in der Regel, wie lange hast du Schule an hier? Bis zwei, drei Uhr. So. Bis 2, 3 Uhr und wann haben wir letzte Woche um 3 Uhr angefangen? Um 4, ne? Ja. So. Das heißt, der Junge hat geht morgens um 7, halb 8 aus dem Haus, hat bis um 3 Stunden, 4 hat er Torwarttraining, eine Stunde bis 5 Uhr, danach hat er Mannschaftstraining, eineinhalbe Stunde, weil wir trainieren das isoliert bei uns in Darmstadt. Alle Torhüter haben ein spezielles Torwarttraining und ein spezielles Mannschaftstraining. Das ist bei uns nicht zusammen, das heißt, jeder Torwarttrainer ist für angelaufen werden, ein bisschen zu üben, dann kann man einfach sagen, okay, jetzt wurde Kontakt, durfte einfach an. Unabhängig spielt dann einfach zu rüber, hier genau das Gegenteil, der Umkehrschluss spielt einfach auf die andere Seite. Das sind so Sachen, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Die Junge macht Spaß, wir machen das so 10 Minuten als Aufwärmprogramm. Was wir auch gerade gesehen haben, saubere Ballannahme, ja, saubere Chipball, natürlich. Ganz klar, das sind Profis, ja. Also der Waldo sind Profis. Aber ich sage, man muss jung schon anfangen, viel trainieren, gerade Ballannahme, dass das später mal so.